Liebe Bürgerinnen und Bürger in Oberbayern und in Schwaben, darf ich als allererstes eine ganz, ganz gute Botschaft verkünden? TTIP taumelt wie ein angeschlagener Boxer. Die veröffentlichten Texte zeigen, dass die US-Position konsequent die Grundwerte der EU infrage stellen. Die Verhandler auf Seiten der USA zeigen überhaupt keine Bereitschaft, sich zu bewegen. Auch in höheren Kreisen, auch hier im Parlament, sieht man mittlerweile ganz klar ein, dass das transatlantische Freihandelsabkommen wohl nicht kommen wird. Für mich ist das, und ich gebe es ganz ehrlich zu, ein Grund zum Feiern. Eigentlich müsste ich mit Ihnen heute zusammen einen bayerischen Eierlikör aufmachen und wir müssten uns zuprosten und wir müssten uns freuen. Doch ich will den Likör und die Feierlaune mal noch im Kühlschrank lassen. Denn noch ist offen, was mit CETA passiert, dem Abkommen mit Kanada. Ich denke, es gibt zwei Szenarien. Entweder TTIP ist tot, hoch lebe CETA. Dieser Meinung werden wohl viele haben, die sich jetzt zu Wort melden. Viele sagen jetzt, naja, wenn es TTIP schon nicht gibt, dann soll es doch wenigstens CETA bis ins Ziel schaffen. Oder die andere Gruppe, und zu der Gruppe gehöre ich, die sagen, die Gründe, die TTIP zum Fallen gebracht hat, diese gleichen Gründe stecken auch in CETA mittendrin. Dann muss doch wohl folgerichtig auch CETA verschwinden. Das ist, wie gesagt, meine Meinung. Kurz, jetzt heißt es, achtsam zu sein und das große, ganze Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wir wollen einen fairen, einen weltweiten, einen partnerschaftlichen Handel. Und ich glaube einfach immer noch daran, dass es sowas gibt. Ob CETA diesen Ansprüchen gerecht wird oder nicht, oder ob die Hintertüren den amerikanischen Unternehmen geöffnet werden durch Kanada hindurch, das steht noch offen. TTIP und CETA standen diese Woche überhaupt nicht auf der Tagesordnung, doch auf den Gängen wurde natürlich heiß diskutiert. Ebenso wie das Abkommen mit der Türkei bezüglich der Visaerleichterung. Puh, da ging es hoch her. Die Kommission hat am 4. Mai die Vorschläge zur Visaliberalisierung für türkische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen veröffentlicht. Dies taten sie, obwohl die Türkei noch nicht alle Anforderungen des Fahrplans zur Einführung der Visafreiheit erfüllt haben. Und jetzt gibt es ganz schön Zeitdruck. Wenn bis Ende Juni 16 alles unter Dach und Fach gebracht werden soll, dann pressiert, sagen wir in Bayern. Denn es gibt noch eine achtwöchige Frist, die einzuhalten ist, während die nationalen Parlamente Einsprüche aufgrund der Subsidiarität einlegen können. Und natürlich müssen sich die Nationalstaaten im Rat auch noch positionieren. Doch das sind für mich alles Verfahrensfragen. Mir geht es um die Inhalte. Die Türkei muss 72 Kriterien in 5 Kategorien erfüllen. Kategorien wie Dokumentensicherheit, Migrationssteuerung, öffentliche Ordnung und Sicherheit, Einhaltung der Grundrechte, Rücknahme der irregulären Migranten. 72 Anforderungen. 7 der 72 Anforderungen sind immer noch nicht erfüllt. Dabei geht es vor allem um Korruptionsbekämpfung. Es geht um die Zusammenarbeit in Strafsachen innerhalb der EU mit der Türkei. Es geht um die Zusammenarbeit mit Europol. Es geht um den Schutz von personenbezogenen Daten und es geht um Terrorismusbekämpfung der Türkei, die sie unserem Standard angleichen müssen. Und hier hakt es. Lassen Sie es mich ganz klar und bayerisch sagen. Keine ausreichende Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, keine Erleichterung für ein Visum. Punkt. Und jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz. Denn der unheilige Deal mit der Türkei, Sie wissen es. Der Deal heißt, Sie fangen für uns die Flüchtlinge ab und sorgen für das Austrocknen der Balkanroute, führt zu einem nächsten unheimlichen Deal, Visafreiheit ohne Rechtsstaatlichkeit. Das kann und das darf nicht unser Weg sein. Wer sich mit einem Despoten Erdogan in Sachen Flüchtlingen einlässt, muss auf alles gefasst sein. Für mich ist ganz klar, keine Zugeständnisse in Sachen Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Kein Wegsehen als Bezahlung für die angebliche Flüchtlingshilfe. Europa, bitte, bitte keine weiteren Zugeständnisse. Martin Schulz, der Parlamentspräsident,
Einer von uns, von der SPD, hat den Vorschlag der Kommission derzeit auf dem Tisch und er hat ihn sofort gestoppt, vorerst mal. Das Europäische Parlament, also der zuständige Innenausschuss, weigert sich, über den Visa-Antrag für die Türkei zu sprechen. Bevor diese das nicht gemacht haben, kann es nicht weitergehen. Der türkische Präsident zeigt sich nach wie vor unbeeindruckt. Und jetzt wird spannend, was passiert. Wir wissen es noch nicht, aber ich werde Sie informieren. Ach, Sie merken schon, manchmal erzähle ich Ihnen etwas aus der offiziellen Tagesordnung. Manchmal sind die Themen zwischen den Tagesordnungen und auf den Fluren viel interessanter. So war es diese Woche. Heute ist mir noch wichtig, kurz an den Europatag zu erinnern. Deswegen gibt es auch hinter mir die Europafahne. Immer am 9.5. ist der Europatag. Wir feiern ihn seit 1950. Mit Feierlichkeiten in Augsburg und in München, in Lindau und mit einigen Schulprojekten war ich rund um den Europatag eingespannt. Dazu kam noch der Tag der offenen Tür hier in Straßburg direkt am Muttertag. Neben bunten Luftballons viel Lachen, neben Dudelsackpfeifen in Augsburg und Clowns hier in Straßburg standen für mich vor allen Dingen die Begegnungen mit den Menschen im Mittelpunkt. Und glauben Sie mir, es war ein wunderbarer Europatag. Ich habe es wieder mal ganz fest gespürt. Europa ist nicht die Bürokratie. Oder Europa sind nicht die Vorschriften. Europa, das sind wir Menschen. Ich grüße Sie aus Straßburg. Von Mensch zu Mensch, Ihre Maria Neuchl.